Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum Morgen-Update hier beim Wetter. Eine sehr spannende Wetterlage ist das, denn wir haben es mit einem Höhentief, mit einem sogenannten Kaltlufttropfen zu tun. Wir Meteorologen, wir sagen dazu auch Cut-off Low, also Low für Tief und Cut-off deswegen, da es sich in der Höhe abschnürt, also ein Kaltlufttropfen schnürt sich ab und wandert dann südwärts. Deswegen nennen wir ihn auch Cut-off. Und der bringt unbeständiges Wetter zur Wochenmitte und auch am Donnerstag. In der Nacht zum Donnerstag, da kann es in der Mitte, in den Mittelgebirgslagen sogar weit herabschneiden auf 500 bis örtlich 200 Meter. Schneeflocken sind da also am Donnerstagmorgen auch in Erfurt oder in Kassel möglich. Also ein unbeständiger Donnerstag. Sehr kühl, die Temperaturen, die schaffen es wirklich kaum über 5 bis 15 Grad hinaus und die 15 Grad, die gibt es auch nur an der Oder in Alpenvorland, da bleibt es sehr kühl. Wiederholt Regen, aber tagsüber steigt die Schneeflockengrenze dann an. Aber ich habe gute Nachrichten, denn es ist der Kaltlufttropfen, der wandert westwärts weiter. Damit kommen wir in eine warme Südströmung. Das heißt, am Freitag sind schon bis zu plus 21 Grad möglich und am Samstag sogar bis zu plus 24, mitunter sogar bis zu plus 25 Grad.